Ich verfluche Armes den alten Kotfresser. Das feinste Brot in Memphis. Die Lieblingsbäckerin Kleopatras, der Königin. Möge sich bei seinem Tod niemand an Armes den Obsthändler erinnern. Koriandersamenbrot, Dattelbrot, zwei Laibe zum Preis von einem. Mögen Leber, Lunge und Magen von Armes dem Obsthändler zu Asche zerfallen. Festtagsbrote, kauft für eure Liebsten einen frischen Leib. Möge es dem Kar von Armes dem Obsthändler im Grab an Nahrung mangeln. Mit einem Leib in Form eines Fisches strahlen selbst Kinderaugen. Möge das Herz von Armes dem Obsthändler gefressen werden. Festtagsbrote, frische Festtagsbrote. Brote in allen Größen und Formen. Brotform der Doppelkrone. Ich verfluche Armes den alten Kotfresser. Das feinste Brot in... Hallo, mein Freund. Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Dieses vermaledeite Regime, er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Und ihr Brot riecht köstlich. Ich sollte nicht mit dir schwatzen. Ich muss noch viel backen. Wer meinen Costa retten würde, bekäme so viel Brot, wie er nur tragen könnte. Ist das der Mann, nach dem die Bäckerin sucht? Die Götter lieben großzügige Seelen. Bürger von Memphis, seht diesen elenden Mann und seid gewarnt. Wenn ihr eure Steuern nicht bezahlt, dann werdet ihr mit eurem Leben bezahlen. Bist du der Costa? Ja, das bin ich. Teta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Teta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Teta? Wenn es sein muss. Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen.
schlage ich ihn tot! Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Täter. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Zudem bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Täter sind. Täter, oh Täter, ihr Antlitz ist wie die Sonne. Täter, meine Liebe, ich komme zu dir. Rasch, nur noch ein kleines Stückchen, bis ich meine Liebste wiedersehe. Ah, der Mann ist schwer. Das liegt sicher an seinem Beruf. Täter! Du hast meinen Costa dabei! Dieser Mann will dir etwas sagen. Nun? Täter! Ich liebe dich. Was? Und ich weiß um einen Plan zur Vergiftung von Imhotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was? Was? Die edle Imhotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit 5 Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind sie schon im Tempel? Ich weiß nicht. Sonst sind sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Das ist mehr als zu viel. Möchtest du dich setzen? Nein, ich muss nachdenken. Natürlich, Liebes. Sei still. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin so froh, dass ich die wahren Vorgänge erklären konnte. Gib den Weg frei! Wehes! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh.
Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Noch ein Korb Kuchen. Die gehören auch vernichtet. Ich sollte nachschauen, ob es noch mehr gibt. Ich bring dich um! Das war der letzte Kuchen. Timehotep ist jetzt sicher.